Also ich glaube, das ist der schlammigste Osternohetag, den ich bis jetzt hier gefahren bin. Oh, guten Tag, ich bin heute im Bikepark Osternohe. Es ist extrem schlammig. Mein Kumpel fährt gerade drüben noch auf der anderen Seite. Ich bin jetzt gerade hier drüben an der Ecke der Downhill-Strecke und habe auch mein Downhill-Bike dabei, das heute sehr einschlammt. Also ich habe das jetzt ja erst alles wieder schön sauber gemacht. Jetzt hat sich überall der Dreck schon wieder reingesetzt und so. Fahrwerk ist ein Glück relativ frei noch hier. Und es geht auch ganz gut zu fahren. Aber wie gesagt, man muss halt extrem aufpassen an den Wurzeln und an den Sprüngen. Es ist wirklich sumpfig, es ist aber auch nicht viel los. Schnee liegt keiner mehr hier. Ich nehme euch jetzt einfach mal eine Runde mit. GoPro sitzt. Und dann fahren wir jetzt noch den letzten Teil von der Downhill-Strecke. Unten kann man eigentlich die Bikes waschen. Hier mit dem Gartenschlauch da. Das ist gut, weil wenn ich das so mit nach Hause nehme, dann ist wahrscheinlich spätestens zu Hause alles so fest, dass ich das nicht mehr so leicht noch sauber bekomme. So, jetzt fahre ich einfach mal hier auf die Strecke und guck mal, was jetzt noch so geht hier. Der schlammige Teil kommt jetzt erst noch. Fängt jetzt hier an. So, auch hier wird es richtig machen. Nicht so viel bremsen, also hier schon, aber vor allem oben nicht so viel, weil sobald man in die Bremse geht, liegt man eigentlich. Wenn man auf die Strecke rutscht, ist das gut. Du willst nur mal wissen. Ich will es nur mal wissen. Hä? Ja, ich warte. Verfahren, Mist. Heute brauche ich schon ein bisschen Anlauf. Bei dem Matsch. Das Bike wahrscheinlich 10 Kilo mehr. We'll be right back.
Mhm.